Und willkommen zurück zu Let's Play Mega Man Battle Network 5 Double Team DS. Ja, langer Name, ich weiß, aber ein tolles Spiel. Okay, was sollten wir nicht machen? Lesen wir unsere Mail hin, okay. Ja. Nein, okay, ernsthaft. E-Mail. Chaos, ein Kling. Mega Man hat sich der DK-Macht in ihn gestellt. Jetzt kann er diese dunkle Macht gelegentlich nutzen. Komm auf die dunkle Seite der Macht, Mega Man. Chaos. Chaos-Herz oder. Ja, ich nenne es Chaos-Herz. Ist mit Dark Chips möglich. Drücke im Chaos-Herz-Modus den B-Knopf. Und bla bla bla. Vergiss, die DK-Macht ist nur sehr schwer zu kontrollieren. Halte den B-Knopf gedrückt, um den Gegner zu laden. Dadurch erscheint die DK-Macht und ändert ständig ihre Form. Gutes Timing ist wichtig. Starte den Angriff, wenn die DK-Macht am größten ist. Wenn es klappt, ist der Angriff so stark wie mit DK-Chips. Ist das Timing aber schlecht und die DK-Macht gering, verliert Mega Man sein Gleichgewicht in der DK-Macht und wird. Okay. Das Chaos-Herz dauert nur eine Runde an und du kannst ihn es nur einsetzen, wenn du Doppelherz benutzt. Überlege gut, wann das einsetzt. Ja. Chaos-Herz? Jetzt habe ich Chaos-Herz. Von wem zum Teufel ist diese Mail? Keine Ahnung, aber wir können es mal ausprobieren. Jetzt kann ich ja mal einen Dark Chip ins Inventar tun. Sortieren wir das Ganze mal nach Angriff. So, und zwar nehmen wir da Dark Blitz. Was anderes ist hier nicht ratsam. Kann man das sagen? Ratsam? Ja. Ach, keine Ahnung. Nee, passt schon. Tun wir mal einen von den hier oberen raus. Das braucht man nicht mehr. Okay, ansonsten Schaden wohl geben will. Ja, komm her, Kollege. Nimm zur Feier von Mega Man zurück, dass ihr denn. Verzeichnis 2. Danke, Chad. Hey, du brauchst mir nicht zu danken. Ich erwarte noch einiges von Mega Man. Das ist alles Spaß. Gehen wir in die Endzone 4, Len? Ja, dann machen wir das geil. Gehen wir in die Endzone 4. Ich glaube, von hier kommen wir sogar direkt ins Cider Homepage. Mega Man, execute. Oh, ich habe halt richtig Bock aufs Aufnehmen. Jetzt werden wir erstmal von Viren angegriffen, viel auf den Sack gehen, aber mein Gott, muss es sein. Da haben wir den hier und den hier und... Die Sucker! Die Sucker! Die Sucker! Okay, jetzt haben wir verdammt viel Leben verloren für diesen einen Kampf. Das war ziemlich scheiße. Hier müsste eigentlich ein bisschen der Teil irgendwo rumflacken. Was haben wir denn mit dem Roll? Das ist gut. Let's rock and roll a little bit. Oh Mann. Okay, der war schlecht. Aber ich werde nicht müde, schlechte Witze zu erzählen. Dennoch, schlechte Witze müssen erzählt werden. Ich meine, wenn sie nicht so, wer macht sonst? Tschüss. Was? Achso, verdammt. Ich hab vergessen. Ziele nicht so viel. Okay. 150 Zenny. Kriegen wir noch irgendwo ein Mystery-Detail, wo eventuell irgendwie Spaß da ist? Oder was ist so? Willkommen auf der Wiss-Zeile-Homepage, wo sich die größten. Ach, ganz bauen. Hier das, ja, hier müssen die Kartendaten sein. Yes, man! Ach, willst du schon. Ach, Seite 2. Ach, ich hab die. Oh. Willst du mich auf den Arm nehmen? Wobei, da kommst du sowieso neben mir. Jetzt war mich. Here comes land. Ja, das Schild war jetzt nicht gut. Ich wollte es auch nicht unbedingt einsetzen. So, stirb. Good job, Len. Ja, halt's Maul. Ah, okay. Moment, Endzone, da kommen wir noch. Darn it. Ich bin falsch. Ich bin falscher als falsch. Ich bin sowas von falsch. Ah, das kann noch lange dauern. So, Cloudman, nehmen wir den, das Ding, das Ding. Ziehen wir sie alle nach vorne. So, das müsste es eigentlich sein.
der Biatch? Bruchbombe, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, und wieder ist mein Ton weg. Warum passiert das jedes Mal? Muss das sein? Ich meine, verdammt. Ja, oh, grüne Mystery-Datei. Yay! 350 Zenny. Yes, Mann! Nice, das Teil. Und ich weiß, ich muss auch in den Bootscomputer. Das mache ich aber mal anders. Und tschüss. Okay, der Cloudman Battleship lohnt sich sogar. Stimmt, ich muss noch andere Befragungsmissionen machen. Fällt mir gerade so ein, also das ist die praktisch auch perfekten Rangzock. Werde ich auch noch machen. Ja, 500 Zenny geht's noch besser. Natürlich geht's besser. Es geht immer besser. Da brauche ich einen Dietrich für. Mann, ey. Geh mir nicht auf den Keks. Bam, und sogar nicht Missy-Datei gerettet. Was kriegen wir dafür? Wir kriegen eine Breitklinge. Ah, das ist eine verbesserte Form des Breitschwertes. Allerdings werde ich sie nicht benutzen. Weil man auch... weil ich damit noch keinen Programmsprung machen kann. So, jetzt geht's mal los. Ich, ernsthaft. War jetzt super intelligent, von dem Ding auf mein Feld zu schießen, finde ich jetzt schon. Komm, weg, 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 weg. War super, auf mein Feld zu schießen von dem Meteor. Ich verstehe zwar nicht, warum er das gemacht hat, aber naja, ich meine... warum nicht? Nee, jetzt mal. Ganz ruhig. Oranzone 3, sonst immer noch Oranzone 1. Da haben wir mega Magnet-Man-Bilddaten. Alter, was ist heute mit mir los? Ganz ruhig mal, ganz ruhig. So, der Typ verkauft Sachen. Jetzt zeige ich... ah, genau, ein neues Doppelherz haben wir auch bekommen. Nämlich das Molten-Herz. Volcanic Soul. Was der kann, ist folgendes. Bam! Der kann einfach nur übelst auf die Fresse hauen. Ein neuer Tornado L-Battleship. Charo-Herz habe ich, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Nope, habe ich nicht. Werde ich noch machen müssen. Und warum ist schon wieder die Musik tot? Das gibt's doch nicht. Ich meine, what the... verdammt. Geht hier schief. Was haben wir denn? Wir haben noch ein Breitschwert. Das dürfte eigentlich reichen. Tschüss. Dreifach Lösch plus Konter. Also wenn das nicht perfekt war. Und warum ist die Musik so? Das langweilt dann schon sehr. Also ich meine, warum habe ich nicht eingekauft? God damn it. Daumen hoch für den Fall des Jahres. Bam. Ah, ein Feuerschlag. Kuh, habe ich den nicht schon oder habe ich den noch nicht? Das wäre ganz cool, wenn ich den nicht hätte. Ah, ich glaube, Kuh habe ich schon. Das ist übel. Das ist blöd. Obwohl Kuh, okay, ja. Da gibt es noch einen dritten, der ist dann eben mit einem anderen Code und den bräuchte ich noch. So, hier haben wir Oranzone 2. Über die kommen wir in die Endzone. Seriously. So, Django. Nee, oder? Ey, Cock. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, Cock, ne? Also... okay. Pff,
Peile ich erstmal warte, bis die Felder repariert sind. Weil dann schieße ich in den Tornado hinter. So, viel Spaß damit, Sucker. Kann's ja nicht sein, ey. Wieder ein Bugfrag, okay. Keine Musik. Okay, deswegen muss ich jetzt auch nicht singen. Okay, das will ich euch mal nicht antun. Tschüss! Ja, tschüss! Und ein Kackball. Kack 1. Nee, E. Kackball 1E. Ah. Endzone 1. Keine Daten. Wie keine Daten? Ich brauch Daten, du Sucker! Und zwar könnten wir hier nochmal. Ah, genau, hier gibt es auch nochmal eine Dark Chip. Und zwar hier. Boah, ich kann fliegen. Nee, hier ist einfach nur ein unsichtbarer Laufweg. Okay, hier mit, glaube ich, einen neuen Virus. Eine Betty-Vire. Ah, bitte lass mich doch da durchrennen können, oder? Nein, warum? Alter, hör auf! Beruhigt euch mal, so. Habt's jetzt davon. Jetzt hole ich meine schweren Geschütze raus, das ist im wahrsten Sinne des Wortes. Tschüss! Tschüss! Fuck, ich kann mich nicht bewegen. Da ist Sucker! Wie ja schon gesagt, ist das Boltanik jetzt, Mark. Hey du, Interesse an einem Battleship? Ich lasse dir diesen seltenen Bohrarm für 3000 Zennies. Du findest keins. Den findest du sogar zweites Mal, hä? Nun? Ja, okay. Ja, ich wusste es. Die mir gehört dir. Lege mir halt ein Battleship. Dicker Bohr! War mir eine Freude. Es ist ein weiterer Dark Chip. Ich werde auch alle sammeln. Aber nicht benutzen. Nee. Ich warte darauf, dass ich euch zeigen kann, wie das Dark Herz funktioniert, sobald ich meinen Dark Chip kriege. Aber den kriege ich auch zwar nicht so. Aber was ich euch jetzt zeige, ist das Shadow Herz. Shadow Soul. Und Blasenhülle. Und Ausweichmanöver. Und tot. Und warum werde ich noch getroffen? Ah, warte. Doi! Okay, das war vielleicht etwas viel. Okay, ich kenne mich hier mal eben null aus. Ah, jetzt zeige ich es euch mal. Ich hoffe mal, dass ich jetzt das Ganze nicht verkackt. Das wäre natürlich ein übelster Fail. Das ist Magnet Chaos. Okay, das Ding lädt sich auf und dann schießt man praktisch den Chip ab. Und wenn das nicht klappt, dann kommt der Kollege hier. Ja, und der ist ziemlich gemein. Egal. Set hat! Obwohl, das wird nicht klappen. Doch, klappt. Oh, boah, das Drecksviech hat überlebt. Und der macht mich jetzt gleich kalt, glaube ich. Wow, mal ganz ruhig, Kollege, ja? Und drum nehme ich das Zeug allgemein nicht her. Ah! Das habe ich noch nicht rausbekommen. Dass der das kann. Das ist ja cool. Magnet Man. Mega Cocksack-Attacke. Nein, okay, das war jetzt. Niveaulos. Aber ich krieg wieder TP. Das war auch sehr wichtig. Da habe ich mal richtig Scheiße angestellt. Vulkan 2C. Hey, was verkaufst du denn, Kollege? Sicher, TP-Speicher braucht man noch immer. Eine Endkanone G habe ich bereits. Vulkan 3L brauche ich eigentlich nicht zwingend. Breitklinge V. Was? V? Nee, L war es, was ich für einen Programmsprung brauche. Kann ich mir sowieso nicht leisten. Aber einen weiteren TP-Speicher. So, und jetzt seht ihr, was passiert, wenn man mit dem Chaos-Herz verkackt.
Geil, ne? So, jetzt wieder, um zum Ernst zurückzukommen. Tschüss! Yes! Oh yeah! So, und jetzt zu dem. Tschüss! Good job, man. Und zwei Bugfrags. Selbst als die Nebula die Endzone 2 kontrollierten, hat der Typ weiter Geschäfte gemacht. Ganz Geschäftsmann. Also, seht ihr, selbst wenn irgendwelche bösen Mafiosos kommen und euch verjagen wollen, verkauft euren Scheiß. Das will uns das Leben damit sagen. Wohl eher nicht. Okay, was mache ich hier eigentlich? Nein! Fuck! Jetzt habe ich richtig aufs Maul bekommen. Jetzt gibt's aufs Maul. Nein! Oh Mann, hey! Boah! Einer ist tot, so Roll. Die halten mich wenigstens noch ein bisschen. Nein! Da Fuke! Na nee, gut, die Heilung krieg ich trotzdem. Nein! Oh Mann, heute stelle ich mich echt scheiße an. Oh. So, Endzone fucking 2. Ach, da haben wir wahrscheinlich die Kartendaten. Die hole ich mal anders. Ich habe jetzt keinen Bock. Hier ist der grüne Mystery-Datei. Chaos, mega, super Attacke-Ding und dann mein Football-Spieler. Vielleicht habe ich ja Glück und ich komm einmal durch. Und ich habe es voll übelst verkackt gerade eben. Ha, aber du triffst mich nicht, weil ich nämlich blinke. Okay, was ich jetzt brauche, ist ein Wunder. Oder einfach diesen Battleship hier. So, jetzt da. Nein! Oh Gott! Thank God, hey, ich hab's geschafft. Warum? So schlecht war das doch gar nicht. Na gut, es war abgrundtief scheiße. Hey, jetzt so eine 2-Karten-Daten. Hier sind keine Händler, gar nichts, aber ich glaube, da oben ist noch irgendwas. Alter, wie viele Viren kommen eigentlich jetzt? Ich meine, ich stelle mich absolut bescheuert an, da könnt ihr deswegen noch drüber lachen, aber trotzdem. Tschüss, Django. Ich will mich nicht so bescheuert anstellen. Ich meine ja bloß. Okay, wer stellt sich schon gerne absolut behindert an? Ja, hier ist gar nichts. Jetzt meine ich ernsthaft. Nee, keine Lust. Sucker. Take my lightning, sucker! Ey, das jetzt nervt's aber echt langsam. Nee, ich laufe jetzt. Ach genau, deshalb bin ich vorhin auch nicht weggelaufen. Ich krieg dich schon, du Schwein.
muss ich das Ding opfern. Tschüss. Super, das Ganze ist für gar nichts. Das kann doch nicht sein, ey. Warum stelle ich mich heute so absolut bescheuert an? Egal, ich will die Endzone nicht wieder erreichen, egal wie lange das Video dauert. Habt ihr mal mehr zum Gucken? Ich will es erreichen, ich krieg das hin. Es sei denn, ich werde natürlich auf dem Weg von irgendwelchen Penetranten, die in die Nähe zur getötet, aber das hoffe ich mal nicht. So, Django! Sag es, ich hab wieder nicht. Das Viech nervt. Ich hasse diese blöden Bat-Viren hier, die gehen mir so auf den Zeiger. Sag tschüss. Lächeln. Gut. So. Okay, und wie ging das jetzt noch gleich? Ich glaube hier rum, ne, aber hier ist eine Mystery-Datei und ich glaube hier sind... Hey, ein TP-Speicher. Ey, Kollegen, jetzt nervt's. Ja, ich kann wahrscheinlich eh nicht wegrennen. Nee, das wäre scheiße, ey. Bitte lass ihn jetzt mal durchkommen, bitte. Yes! Und ich habe nur einen getroffen. Den wollte ich. Tschüss. Okay, ich nehme meinen Cloudman. Ah, das war scheiße. So, down weiter. Ich glaube, hier ging es runter. Nee, ging es glaube ich nicht runter. Nee, aber hier ist irgendwie so ein Ding. Und 1000 Zenny kann man damit rauben. Wer das Gegenteil behauptet, lügt! Ich hab auch so einen Scheiß abgedreht. Stirb! Biatch! Vor allem normal stelle ich mich halt, weil halt echt nicht so an. Nee. Ich kann wahrscheinlich wieder nicht weglaufen. Mit dem Battleship, das Ganze wird eigentlich gesetzt sein. Okay, für den reicht's. Django, du guter alter Django. Django! Bugfrag 2. Komisches Ding. Keine Ahnung, was. Jawohl. Ist euch später noch wichtig. Sehen wir das noch. Also, weiter geht's. Okay, und jetzt kommt es ans große Labyrinth. Wobei ich glaube, ich kenne den Weg sogar noch.
Wenn ich immer wieder irgendwas penetrant auf den Sack gehen würde, aber jetzt reicht's. Jetzt gibt's einen Programmsprung, Kollegen. Ton weg oder meine Musik ist weg. Verstehe ich nicht. I don't understand. Okay, wir müssen jetzt endlich in der Endzone 4. Wir müssen aber da hoch, wo diese komische Wand ist und warum? Nein, ganz ruhig. Die hatten jetzt nicht das zur Ruhe bringen lassen. Wir haben sogar mit dem Schild geblockt. Tschüss. Okay, ich brauch's immer jetzt. Das ist so übel jetzt, was ich hier abhalten muss. So. So, dann geht's nämlich dann davor. Aber erstmal kommt so ein Scheißkampf und ich krieg langsam die Krise, hey. Tschüss, alle miteinander. Wiedersehen. Langsam keinen Bock mehr. So, jetzt müssen wir dann in die Richtung, aber das Ganze machen wir im nächsten Part. Also, bis zum nächsten Mal.